Mein Name ist Henrik Drün, ich bin Rüdemann und das ist Wilde Meute. Wenn man sich einfach mal bei einer ruhigen Minute daran erinnert, wie die Yachtsaison 2022, 2023 abgelaufen ist, kann man doch eigentlich schon positiv dem entgegensehen. Wir haben eine gute Yachtsaison hinter uns gebracht. Natürlich waren weniger Sauen da, aus verschiedenen Gründen, wegen Trockenheit. Die Frischlinge sind dann teilweise nicht groß geworden. Natürlich die Nachtsichttechnik spielt da sehr viel mit rein, dass wir nicht mehr so viel Sauen haben. Auf Grundlage der ASP sollte leider vieles geschossen werden, was vielleicht hätte nicht immer sein müssen. Aber nichtsdestotrotz sind die Yachten trotzdem schön abgelaufen. Wir konnten mit Yachtfreunden zusammen jagen. Die Yachtherren konnten ihre Yachtfreunde, natürlich das ist das Wichtigste, ihre Yachtfreunde einladen. Das ein oder andere Schüsseltreiben haben wir mitgemacht. Es war sehr amüsant. Das ist ja immer das Schönste, diese Geselligkeit, die dann im Nachgang doch stattfindet. Und auch die Jagdherren waren ja zufrieden, muss man wirklich sagen. Ja. Gut, mit dem Wild, das. Mit dem Wild steckt sie nicht drin, aber das ist eben Jagd. Genau. Das ist eben Jagd. Würden wir immer wissen, was am Jagdtag liegt, dann hätten wir nächstes Jahr oder wo überall alles langläuft, hätten wir nächstes Jahr nämlich keine Yacht mehr, weil dann hätten wir nämlich sozusagen irgendwas ausgerottet. Gar keine und das wollen wir einfach nicht. Du musst noch immer jagdlich traditionell bleiben, du musst dem Brauchtum, bist du verpflichtet und damit auch dem Wild gegenüber fair und ehrlich zu jagen. Richtig. Und aus unserer Sicht, das tun wir und das machen wir mit den Hunden. Und so sind wir halt durch die Yachtsaison gekommen. Jetzt können wir uns wieder beruhigen, können wir wieder alle sammeln, alle Kräfte sammeln. Alle können entspannen. Die sind jetzt alle erstmal im Jahresurlaub. Ja, genau. Sind alle im Jahresurlaub, sind auch alle wieder fit soweit und bereiten sich natürlich über die Sommertage. Da machen wir jetzt nicht allzu viel Yachtliches, aber dann im September geht es natürlich wieder mit den Maisjachten los. Und dann starten wir wieder in die neue Saison. Genau. Ja, um so eine Meute dann auch immer wieder aktuell zu halten und auch wieder wirklich qualitativ hochwertige Arbeit abzuleisten, musst du natürlich auch neue Hunde in die Meute einarbeiten und sozusagen beiholen. Und da muss man dann immer, da muss man mit der Chaos-Truppe leben, die man sich dann so angeschafft hat. Wir wollten ja, eigentlich ist ja so, wir wollten ja nur einen Hund holen. Ein Hund zu der ganzen Truppe. Es sollte ein deutscher Jagdterrier werden. Wir hatten schon mal, hatten wir einen Hund, Bautz damals. Der ist aber aus Altersgründen ist er verstorben. Und von dem Zwinger, der hat wieder einen Wurf liegen. Haben wir gesagt, okay, komm, fahren wir zum Ingo-Träger dorthin, holen da nochmal einen Welpen weg. So, das wird dann unsere neue Jagdkameradin. Der Name steht auch schon bekannt. Es ist nämlich Wilma. Es war niemals. Doch, das war ein abgesprochenes Ding, und das definitiv. War, nein, da muss man wirklich nochmal dazu betonen, es war niemals abgesprochen. Und ich habe mit Ingo auch im Vorfeld, also mit dem Züchter des DJTs, habe ich niemals vorher gesprochen, sozusagen, hör mal, pass auf, ich bringe meine Frau mit. Aber wenn, dann halt zwei zurück. Doch, und dann so war zwei das. Mit. Genau so. So, die Geschichte hast du jetzt so schön erzählt, das war so abgesprochen. Guck mal, und der Rüde ist ja noch frei. Ja. Guck mal, warte mal. Komm, ich nehme mal die. Die war ja, guck mal. Nimm mal in der Hand. Fühl einfach mal. Weißt du, gute Qualität. Ja, fühlt sich an wie alle. Gute Qualität. Die Geschichte, jeder konnte es sehen in der Folge, wie wir Wilma und Oskar geholt haben. Jeder konnte es sehen, dass Lisa schockverliebt war in Oskar. Ach, guck mal. Der macht genau das, was er soll, ey. Genau das, was er soll. Ja, herzlichen Glückwunsch, Lisa, zum eigenen DJT. Und somit sind wir dann mit zwei Hunden, sind wir dann wieder nach Hause gefahren. Ganz im Ernst, wärst du mal alleine gefahren? Du hättest dich nämlich niemals getraut, mit zwei Hunden nach Hause zu fahren. Nee, bin ich auch nicht. Scheiße. Ja, aber so spielt das Leben mal. Und beide werden jetzt die Meute verstärken. Beide werden im jachtlichen Einsatz ihr Bestes geben. So, Wir zeigen dir mal, wie Henriks Leben bald spielt, ne, Freunde?
in den Machenschaften einer Ehefrau und Hundeführerin. Ja. Ich meine, es ist ja dann meine Schuld, weil es war ja nicht abgesprochen. Gut. Nein, war nicht. Ich habe daraus nicht. Gelernt, ich fahre nie mehr mit und ja. Ich verliebe mich nie mehr Schock in irgendeinen Hund, ja. Weil ein Jagdterrier, ein kleiner Jagdterrier, ist total süß und total toll. Aber zwei sind noch süßer und noch toller. Sind eine absolute Herausforderung. Ja. Also, das wir alles haben, gut und schön. Wir haben das auch bewältigt bekommen, aber meine Nerven haben sehr darunter gelitten. Das muss man sagen. Wir haben die zwei unheimlich ins Herz geschlossen und die zwei sind ein fester Bestandteil der Truppe geworden. Sie haben sich herrlich eingearbeitet. Klar, kommt jetzt die Sturm- und Drangzeit. Kommt jetzt noch, auch gerade bei Oskar, ist ein Rüde. Ich möchte natürlich auch noch mal ein bisschen zeigen, wer der Herr im Hause ist, ja, auch wenn er ein Junggeselle ist, ja. Aber gut. Die das müssen trotzdem jetzt mal noch hier so langsam gucken, wer die Führung übernimmt. Ah, danke. Also, aber ich kann euch immer nur mit auf den Weg geben, denkt nicht immer, Hund ist Hund und deutscher Jagdterrier ist halt auch ein deutscher Jagdterrier. Ich wollte gerade sagen, ein deutscher so. Jagdterrier ist und bleibt genau. einer und genau. das ist... Kein Wenn Hund, ihr euch dafür also entscheidet, Schuss. Ist gut, aber dann müsst ihr mit allen Konsequenzen leben, oh ja. weil die bringen oh nämlich ja. sehr viel Trubel mit. Und niemals zwei. Niemals ich empfehle zwei. Niemals zwei. Ja, ja, so ist es. Aber komm, auf Wilma und Oskar. Ja, ist auch alles gut und schön. Ich will die ja auch jetzt nicht mehr missen, ja. aber es gab eine Zeit, da habe ich die tatsächlich doch verflucht und mir gedacht, warum? Lisa, das tue ich bei dir auch öfters. Ja. Trotzdem halte ich dich. Das ist aber nett von dir. Bitte. Wir geben Wilma und Oskar ja auch nicht mehr ab. Nee, super, toll. Also muss ich hier bleiben. Du musst da bleiben. Toll. Wilma und Oskar sind natürlich in einem sehr jungen Alter natürlich auch zur Meute gestoßen, werden natürlich auch direkt gefordert. Die wissen erst noch mal nicht, was sie da tun und wo sie hinlaufen. Aber das hat sich ziemlich schnell gegeben, weil es sind schon zwei pfiffige Hunde, die schnell den Anschluss gefunden haben, auch zu den passenden Partnern dazu. Wir versuchen dann ja auch immer, die in den Transportmitteln oder sonstiges daneben zu setzen, wo wirklich wir den Hund sehen, welche Eigenschaften der übernehmen soll. Und das hat man dann auch noch schon in der Saison, hat man das schon miterlebt. Ne? Ich bin ja Geschwister Wilma und Oskar, aber wie die sich jetzt auch schon entwickeln. Ne? Wilma ist so die Draufgängerin, die ist mehr weg und Oskar ist mehr führerbezogen. Also der kommt sehr schnell wieder. Komm hier, Oskar, komm. Wo bist du? Ja, da unten bist du ja. Komm her. Ja, fein. Komm her. Ja, komm her. Komm hier. Ja, feiner Bengel. Super zurückgefunden, ja. Aber so sind dann ja. halt die Charaktere der einzelnen Vierbeinern und das ist auch gut so. Ja, aber du musst ja, halt ja wirklich sagen, früher haben wir das auch nicht gemacht. Als wir die Meute aufgebaut haben, haben wir die so früh auch nicht mitgenommen. Jetzt haben wir eine gewisse Größe. Die Hunde leben 24 Stunden quasi alle zusammen. Die ja. haben eine gewisse Größe, wo man sagen kann, okay, wir können die ruhig schon mitnehmen, wenn die ein bisschen jünger sind, weil die gucken sich das natürlich auch von den Großen mit ab. Und die leben zusammen, die sind 24 Stunden dann zusammen in dem Verband. Das heißt, der junge Hund hält sich natürlich auch an den, mit dem der dann seine genau. Zeit zu Hause verbringt. Ja, so ist das. Rein. Wilma! Ja. So, komm! Also das Wichtigste ist, wenn ihr euch einen Hund anschafft, wo ihr wirklich sagt, pass auf, der soll mit auf die Jagd gehen, lasst ihn bitte erst den Zahnwechsel durch. Also die müssen einmal den Zahnwechsel durch haben und dann können sie gerne mit zur Jagd gehen, aber bis dahin sollen sie dann auch noch, können sie am heimischen Herd noch ein bisschen Ruhe bewahren. Ja. Wilma und Oskar waren soweit und wir haben, also die zwei, ich verspreche mir sehr viel davon, weil sie haben sich gut eingearbeitet und sie haben verdammt gut gearbeitet. Das ist das Wichtigste, auch als, ja. als junger Hund eine Drückjagdsaison zu beginnen, die schon mittendrin ist. Und dann da reinzukommen und wirklich so eine Leistung schon abzuliefern, ist natürlich Bombe. Also, weil die dann sich natürlich aber auch ja. an die entsprechenden halt einfach gehalten genau, haben, wo sie das, hingehören. Ne? Das ist das Gefüge eines ganzen Das Teams. Darf man nicht vergessen. Das hast du bei einem Einzelhund halt nicht so. Deshalb nee. Ist das halt von uns so entschieden worden, dass wir das ein bisschen früher angehen. Richtig. Wilma, hast du Aussauen gesehen? Hä? Hast du Aussauen gesehen? Ja, habt ihr beiden Sauen gesehen? Sagt mal,
Hm? Die Schwarzkittel? Habt ihr Schwarzkittel gesehen? Ja, ja. In jeder Saison gibt es natürlich Highlights, die man einfach nicht vergisst, die man so aus der Saison mit rausnimmt. Und eins meiner Highlights sind auf jeden Fall die Sylphjagd hier an der holländischen Grenze, weil das ist natürlich was anderes. Das kann man mit keiner Waldjacht, keiner Brombeerjacht oder einer Sturmfläche oder so, das kann man nicht damit vergleichen, weil Schilf ist Schilf. Hol dich, Sau! Sau, Paul! Voran da! Hol raus! Sau! Du kannst teilweise über ein Schilf gucken und wenn die Hunde dran sind, dann bebt die ganze Sache neben dir. Du bist mittendrin, das ist so ein bisschen Jurassic Park für Arme. Voran, Ulrich! Such, such, such! Such! Voran da, wo sind sie? Das ist halt wieder das wie alles im Leben, ne? Was du nicht oft hast. Und wir haben das ja hier von der Gegebenheit nicht oft. Also ist es natürlich immer wieder was Besonderes, immer wieder ein anderer Nervenkitzel, weil du halt die Routine und die ganze Sache nicht hast. Genau. Und aber auch in solchen Sachen qualifiziert sich halt so eine Meute, dass sie halt wirklich in jedem Gebiet mal gejagt hat. Und damit siehst du auch als Hundeführer, ob das deine Hunde überhaupt können, ob sie dafür geeignet sind. Also nicht jede Meute und nicht jeder Hund ist halt auch für die für alle Strukturen gedacht, ja. Und dann nimmt man sowas mit wie die Schilfjagd oder der König der Wälder. Wenn auf einmal neben dir, also ich glaube sogar der Kameramann hat sich so ein bisschen in den Buchs geschissen, ja. So, wenn auf einmal neben dir wirklich so ein Rothirsch entlang galoppiert durch diese Buchenverjüngung. Hirsch! Rotwild! Ja, das ist doch mal ein Anblick, oder? Das ist ja wohl mal ein Anblick, ey. Der König der Wälder stolziert hier einfach so mal lang, ey. Was für ein Rauschen. Sowas ist beeindruckend. Es ist beeindruckend, wie die Hunde zusammenarbeiten. Das ist ja das, wo mein Herz aufgeht. Wenn einer bellt, dann wissen die anderen, jo, okay, da müssen wir hin oder, ah nee, der hat wieder einen Pfeil im Kopf. Ja, das wissen die ganz genau. Und diese Zusammenarbeit, diese Teamarbeit, dieses Miteinander jagen, das ist top. Und das macht eben unheimlich viel Spaß. Bei der ganzen Freude, die man mit den Hunden hat, durch die Saison durch und wie viel man auch erlebt, hat man natürlich immer das Risiko, wenn man die morgens einpackt und den Schlüssel startet, umdreht und den Motor startet, dann hast du immer das Risiko, dass irgendwas passieren kann. Aber das hat aber auch der Mountainbiker, der dann auf den Hügel fährt und abends wieder runter, der kann sich auch ein Bein brechen. Und darin sind wir uns bewusst, oder? Dass ja, immer und was das passieren ist dann kann. Wie bei solchen Sachen mit Pepe dann. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Tierarzt. 14 Minuten sind wir da. Ich rufe mal meine Frau an. Lisa? Ja. Ja, ich bin jetzt mit Pepe und Ursel bin ich zum Tierarzt. Der kommt dann nach Hause, ist ein bisschen geflickt worden. Im Endeffekt war es zum Glück so, dass er nach 3 Tagen wieder rumgesprungen ist, als wenn nichts wäre. Genau. Gott sei Dank. Ja. Das ist so. Das passiert. Das habe ich aber auch da beim Tierarzt gesagt. Die stecken das ja immer so gut weg, ne? Das ist ja Wahnsinn. Wie schnell so Hunde sich regenerieren und wieder so eine Sache wieder schnell wegkriegen. Du kannst das nicht mit uns Menschen vergleichen. Die stecken so viel weg, die haben eine Heilung, die ist unglaublich. Also selbst, wo ich manchmal denke, mein Gott, wie macht der das? Ja. Und es sieht teilweise immer schlimmer aus, das kommt auch als das so ist. Ja. Das natürlich ist, da ist eine Fleischwunde, da ist so. Aber ja, wenn es immer das ist, dann ist es total in Ordnung und wir wissen, mit dem Risiko umzugehen und wir setzen alles in Bewegung, um den Hunden zu helfen. Viel schlimmer ist es dann halt bei so einem Jagdkameraden wie Mo. Ja, das ist... Ja. Scheiße. Es kann halt immer passieren. Ja. Bei Mo ist zum Beispiel passiert, wir waren auf Sauen und da muss er irgendwo runtergefallen sein oder... Es war keine offene Verletzung, es war nichts, nichts Blutiges. Nichts. Wir waren am Jagdtag selber waren wir in der Tierklinik. Wir waren darauf,
waren wir in einer anderen Tierklinik, weil es ihm immer noch nicht besser ging. Und es wurde alles versucht und es wurde dann teilweise nicht richtig erkannt. Ja, und im Endeffekt ist Mo an einer Gehirnblutung gestorben. Der Wirt, also man kann es natürlich nicht hundertprozentig wissen. Die Vermutung liegt halt nahe, dass er irgendwo mit dem Kopf gegen gelaufen, gefallen, was auch immer ist, was nur Vermutungen sind und halt diese Hirnblutung unentdeckt geblieben ist. Und im Endeffekt ist nachher dann leider nicht mehr zu retten war. Ja. Das sind natürlich immer so Sachen, ja, man verliert einen Jagdkameraden, das ist aber auch, dann denkt man sich so, ey, okay, alles scheiße, ey, der Hund, der war erst knappe 2 Jahre alt und ach, muss das jetzt so in dieser Lebenslage sein? Das ist, er war ein ganz toller Hund, er brachte alles mit, was wirklich ein Sauenjäger ausmachte. Also er hatte die körperliche Statur dazu, er hatte ein freundliches Wesen gegenüber allen Artgenossen und dann ist sowas passiert, gut. Aber ja, da kannst du dich eben nicht vorschützen. Nein, und da kannst du auch nicht viel zu sagen, weil es nimmt einen trotzdem genauso mit, ob ich 3 Hunde habe, ob ich 10 Hunde habe, jeder Hund. Ja, ist trotzdem für uns ein Familienmitglied, der gibt alles für uns, wir geben alles für den und dann ist es natürlich ist so schlimm, gar keine Frage. Muss man mit leben, wird man auch mit leben, trotzdem ist halt immer ein herber Rückschlag dann in so einer Truppe. Für diejenigen, die wirklich mit der Jagd gar nicht so viel zu tun haben, müsste man, glaube ich, mal eine Sache klarstellen, weil diese Kommentare kommen immer wieder auch unter den Videos. Zwingt ihr eure Hunde, das zu machen und wie kann man nur und so? Nein, wir zwingen sie nicht. Die machen das komplett freiwillig. Das ist natürlich, das ist der Trieb des Hundes. Also der Jagdtrieb ist ja bei den Jagdhunden nicht zurückgezüchtet worden, wie ein Chihuahua, wie ein Pudel. Auch ein Königspudel war damals ein astreiner Wasserprofi. Selbst bei Schäferhunden oder Malinois und so, da ist der Trieb des Schutzdienstes immer weiter fortgeführt worden. Und so ist das halt auch bei unseren Jagdhunden. Wir züchten das nicht zurück, sondern wir fördern halt diesen Trieb. Und somit gehen wir halt zusammen damit jagen. Oder? Das, also ist ja gar nicht so, dass wir da irgendwie einen Hund in die Box und dann prügeln wir ihn raus und jetzt muss er für uns jagen. Nein, wir können auch am Auto stehen bleiben, wir machen die Boxen auf und die jagen von ganz alleine. Die werden irgendwo was finden, was stöbern. Natürlich möchten wir diese Jagdart mit den Hunden so weit ausüben, dass wir sagen, wir lenken die Hunde. Ja? Also egal wo, ob beim Freilaufen mit der Leine im Park oder zu Hause, der Hund muss seinen Platz haben, der muss seinen Fressnapf haben, der muss seinen Wassernapf haben und der muss gehorchen. Das ist bei uns nichts anderes. Ja, aktuell sind wir natürlich auch nach der Saison, getreu dem Motto, nach der Saison ist vor der Saison. Das heißt für uns zwar, wir haben mehr Ruhe, wir haben mehr Zeit, die Hunde können sich wieder regenerieren, können ihre Kräfte sammeln, können wirklich einen Sommerurlaub verbringen. Dann geht es aber irgendwann dann auch mal wieder Richtung September. Die Maisjachten stehen an, die Ausbildung der Junghunde stehen an. Wir haben für die kommende Saison haben wir uns dann noch mal Verstärkung geholt mit Ole. Mhm. Ole ist ein junger deutscher Draterrüde. Der möchte noch mal richtig Jagdhund werden, aber ich glaube, das kriegen wir auch hin. Aber genau diese Parts stehen dann an, Wilma und Oskar sind zwar eingearbeitet, müssen aber noch weiter gefördert werden. Ja, und dann, wenn wir das alles getan haben und erledigt haben, dann dürfen die Hunde sich immer noch weiter ausruhen. Aber dann haben wir dann irgendwann die Maisjachten und wir haben für die kommende Saison haben wir natürlich unheimlich tolle Projekte in Sachen Drückjachten. Also da freut euch schon mal drauf, dass wir da wirklich Gas geben und wieder die Jachten spannend gestalten. Also wir bilden ja nicht nur, wir bilden ja auch nicht nur die Hunde aus. Wir reifen ja auch nicht nur in der Meutearbeit, sondern
wir auch selber. Ich habe mich jetzt zur Wahl gestellt. Ich darf mich jetzt ganz, ganz stolz und ehrenvoll mal wieder eine weitere Aufgabe im Leben widmen, als erster Vorsitzender der Vereinigung der Meute- und Stöberhundführer Deutschlands e.V. Ja, aber damit ist wieder ein neues Kapitel aufgeschlagen in unserem Lebensbuch, was wir hoffentlich gut nutzen. Ja, du hast auch immer so viel Langeweile. Da ist das auch wichtig, ja, dass man noch eine Aufgabe bekommt. Ich habe auch sonst ein bisschen Angst, dass der mir zu sehr auf den Keks geht. Ich wollte gerade sagen, man muss ja gucken, dass die Ehe zu Hause auch noch immer, ne, dass das Kribbeln nicht aufhört. Ja, das geht so. Nur, wenn du viel zu tun hast und nicht oft zu Hause. Ich wollte gerade sagen, wenn ich nach Hause komme, kribbelt es doch bei dir, oder? Entweder in der Hand oder im Herzen. Nee, da so. Ja, kribbelt es eher und ich warte, wann ist hier wieder, wann musst du los? Wann musst du los? Wann ja, bist also. Weg? Ansonsten haben wir beide auch Ruhe. Schatz, danke für die ganzen Monate, für die ganzen Wochen der Aufopferung für die Hunde. Ja. Ja? Ja. Ja. Und es ist ja so, der beste Hundeführer ist nichts ohne den besten Partner an der Seite. So, jetzt habe ich aber geschleimt. Ne? Ja, aber ich bin das ja auch. Muss aber auch reichen, ja auch für der Part. Ich bin ja auch für die Kuscheleinheiten zuständig. So ist das. Für alle. Für die Liebe. Ich kuschel euch alle. Ja, so. Und das darf man nie vergessen. Gerade bei so einer Hundeanzahl, gerade bei so einem Pensum. Also ich habe einen schönen Job. Ich kuschel eigentlich den ganzen Tag. Von morgens bis abends. Von morgens bis abends, ja. Aber für den Mann bleibt keine Zeit mehr. Nee, das bist du ja selber schuld. Also freut euch unheimlich auf neue spannende Folgen der Wilden Meute. Wir werden euch treu bleiben, wir werden euch weiter schöne Abende oder schöne Stunden kredenzen und natürlich auch. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne, ruhige, drückjagdfreie Saison. Weit werkt dann vom Ansitz aus und spätestens ab Oktober, wenn die Waldjachten wieder losgehen, sehen wir uns auf der Mattscheibe. Bis dahin, eure Wilde Meute. Ja. Zum Wohl.